Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, stehe ich wieder an diesem besagten alten Krematorium. Und diesmal alleine, Freunde. Ich würde sagen, ich rede es gar nicht viel. Ich gehe jetzt da einfach rein und dann, ich sag mal, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich, bleibt dran. So, Freunde, ich bin jetzt drin. Ja, an dem Fenster hat nur jemand mit Fett dran geschmiert. Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Freunde, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, Freunde, ich bin jetzt drin. Mich gruselt es jetzt schon, Freunde. Aber das ist mir so von egal, ob ich schwitze oder nicht. Hier um die Ecke. Hier war ich ja letztes Mal schon. Freunde. Alter Falter. Boah, ich mag das Licht lieber heller. Boah, Freunde. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, das war 1 Uhr nachts. Aber was tue ich hier für euch alles, Freunde? Hier haben wir die ganzen Urnen, alles voll mit Urnen. Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Oder sie sind mir gar nicht aufgefallen. Eieieiei. Ja, Freunde. Ja, und das ist diese Maschine, wo die Asche früher zermahlen wurde. Ja, die kam hier oben rein und dann kam das hier unten irgendwo wieder rausgemahlen. Keiner, der ich hier nachts um 1 Uhr alleine in einem Krematorium rumlaufe. Ah ja, hier sind noch mehr Urnen. Hier sind noch mehr. Okay, da unten gehe ich jetzt nicht runter. Ja, hier haben wir ja die Schamottsteine. Ich will das einfach nur schnell hinter mich bringen, Freunde. Ist das gruselig? Geräusche. Das war die Leichenkammer hier. Ich bin
hier voller Fett, ey. Oh, die haben den Zugang wirklich mit Fett zugeschmiert. Oh, Freunde. Oh. Oh, das glaubt mir keiner. Kann man. Sehr komisches Gefühl hier. Ihr glaubt es nicht. A, ich habe ein beklemmendes Gefühl. Und B, guck mal, wie ich am Schwitzen bin. Ich habe mich nicht angestrengt oder so. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Ne? Ich bin echt froh, wenn ich hier raus bin. So. Habt ihr das gehört? Alter Verwalter. Oh. Das ist gruselig. Ich will da jetzt gar nicht reingucken. So verwinkelt. Ich entschuldige mich für die schnelle Kamerabewegung, aber ich gehe jetzt hier hoch. So. In dieser wunderschönen großen Halle. So, Freunde. Da sind wir. Was ist das? Fledermaus? Alter! Oh, ist das gruselig. Freunde. Oh. Ich gehe auch nicht weiter hoch. Nee. Ich muss hier runter. Ich muss runter hier. Freunde, ich muss wieder raus hier. Das ist mir ein bisschen zu krass. Freunde, ich muss hier runter. Habt ihr gesehen, was da rumgeflattert ist? Das macht es noch gruseliger. Ja. Ich muss hier raus.
wirklich eine krasse Nummer. Hier war ich schon. Ja, hier war ja der Aufzug. Ja. Aber. Ohne. Vor allen Dingen mit dieser Fledermaus, ey, das macht's ja noch gruseliger. Oh. So, ich gehe jetzt mal raus und ich gehe jetzt erstmal nach draußen. Wir sehen uns gleich. So, Freunde, ich gehe jetzt hier weg. Das war jetzt eine krasse Nummer. So, Freunde, ich gehe jetzt mal eben zum Friedhof und ich melde mich dann gleich nochmal. So, Freunde, ich bin jetzt hier auf dem Friedhof. Ich laufe jetzt noch ein bisschen hier rum mit euch. Das sind die ganzen Gräber. Guckt euch mal die ganz alten Steine an da hinten. Das ist schon gruselig, nachts um 1 Uhr auf dem Friedhof rumzulaufen. Also, das ist also. Aber wie gesagt, ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, hier kümmert sich jemand. Schaut mal, das sieht hier richtig hier mit einer Hake. Hier kann man das nochmal ganz deutlich sehen. Seht ihr das? Mit der Hake. Ja, das pflegt noch jemand. Das ist schon. Ja. Gruselige Gebäude da hinten. Da hinten ist es. Eieieiei. Was hab ich mir da angetan? Ja, Freunde, das war jetzt für mich auf jeden Fall eine sehr gruselige Erfahrung jetzt, die ich wieder mal gemacht habe nach langem. Aber ich habe noch nie alleine ein Krematorium nachts um 1 Uhr besucht. Also, ihr seht selbst, wie ich am Schwitzen bin. Ja, das ist echt krass. Freunde, deswegen sage ich, mach das nicht nach. Das ist so scheiße. Ich war jetzt auch nicht lange drin. Muss auch nicht sein, weil ich kenne das Ding ja schon. Ich war ja schon da drin. Aber ich wollte das einfach nochmal für euch machen. Keine Sorge, mein Großcousin sitzt im Auto draußen. Freunde, ja, jetzt stehe ich hier auf dem Friedhof und auf diesem vergessenen Friedhof, wo sich nur noch jemand um den Weg kümmert hier. Ansonsten, Freunde, das war jetzt mal wieder eine gruselige Atmosphäre. Ja, ich sag euch das. Boah. Und dann noch die Fledermaus da drin. Das hat es nochmal einen Top nach oben gegeben. Ja, Freunde, gib's den Daumen auf jeden Fall nach oben. Da will ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ich werde jetzt einen Abflug machen und sowas mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Nee, das muss nicht sein. Ja, ich wollte einfach mal den Kick spüren, den Reiz halt und jetzt habe ich es gemacht, extra für euch. Ja, Freunde, ich verabschiede mich jetzt von dem Video und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, haut rein.